Aufgrund von Fragen zu meinen letzten Videos beschäftige ich mich jetzt mit dieser Überraschungsschachtel. Es ist eine 3034, die ist noch analog. Ich will sie irgendwann mal digitalisieren, aber wir kümmern uns jetzt mal darum und probieren ein bisschen rum, wie wir die Beleuchtung mit Glühlampen durch LEDs ersetzen können bei einer analogen Lok. Ja, willkommen zurück im Bastelwahn hier, liebe Freunde. Ich habe gesehen, wir haben die 5000 Abonnentenhürde geknackt. Das heißt, demnächst wird es eine Verlosung geben. Und zwar für dieses schöne Teil, was da hinten noch steht. Also diese Jagdhütte von Funhole werde ich verlosen. Also achtet auf meinen Kanal. Ich kündige den Livestream an und wir verlosen das im Livestream. Also wer beim Livestream dann dabei ist, hat eine Chance, das Ding zu gewinnen. Das ist ein Klemmbaustein-Set im Wert von ungefähr 100 Euro, glaube ich. Also, wer Lust darauf hat, ne? Und so als kleines Giveaway, wie es so neudeutsch heißt, für die 5000 Abonnenten, schmeiße ich das Ding auf den Markt. Es gab viele Fragen jetzt, wie ich ausführlich ja gezeigt habe, wie ich Loks digitalisiere, wie ich die Beleuchtung umbaue, auch eine Wechselbeleuchtung. Da kam die Frage, ob ich das auch mal für analoge Loks zeigen kann. Und ich habe gesagt, in meinem Übermut, Challenge accepted. Und dann wollen wir mal sehen in diesem Video, wie weit ich damit komme. Ich habe hier die 3034, die will ich irgendwann mal digitalisieren. Aber bis dahin kann sie mal für das Experiment herhalten. Ja, zunächst mal hole ich die Lok aus ihrer alten Schachtel raus. So. Gleich der Pantograph hochgegangen. Ja, das ist sie, meine 3034. Und zunächst mal machen wir das gute Stück auf. Soweit so gut. Ist nur die eine Schraube zu lösen. Ich kann euch mal eben zeigen. Ich drehe meine Trafo hier ein bisschen auf und lege hier mal Strom dran. Ihr seht, Motor läuft. Und vielleicht seht ihr auch, dass hier die Lampe angeht. Ich hole das gute Stück mal raus. Das ist noch echtes Metall hier alles. Wow, alles schöner Zinkdruckguss. Also ist eine schöne alte, richtig schöne alte analoge Lok. Dann lege ich sie mal auf die Seite. Und wenn ich hier noch Strom dran lege, minus Schleifer. Seht ihr auch, wie die Glühbirnen angehen. Und ja, die möchte ich erstmal auf LED umbauen. Das ist ja erstmal nicht schwer. Also erstmal mache ich die vorhandenen Birnen raus. Da hat schon jemand verschiedene Birnen eingebaut. Ne, die sind baugleich. Und hier ist ja jeweils der Wechselstrom dran. Und außen ist die Gehäusemasse. Wenn ich jetzt einfach so eine LED anschließen würde, würde sie uns ja durchbrennen, weil die Spannung viel zu hoch ist. Ich habe ausgerechnet, dass wir da mindestens einen 1,2 Kiloohm Widerstand brauchen. Und das mache ich erstmal provisorisch. Also 1,2 Kilo Widerstande und hier habe ich LEDs, 3 mm, kaltweiß. Für diese Experimente muss kaltweiß reichen. Die hat 3 bis 3,2 Volt, 20 mA und rot hat 2 bis 2,2 Volt, 20 mA. Spielt erstmal keine Rolle so richtig, sondern ist für später wichtig. Also ich nehme hier eine warmweiße LED. Jetzt meinen Lötkolben an.
Und dann nehme ich erstmal meine Abisolierzange und mache mir ein Stück Glitze fertig. Mal erstmal provisorisch, weil heute ist ein reines Experimentiervideo. Die Litze löte ich mal hier an. Schneide ein Stück ab. Andere Ende abisolieren. Zinn. So. Widerstand. Mal dran. Und hier nochmal verzinnen. Löte ich da die LED an. Und jetzt die Masseleitung. So. So, ich habe die LED provisorisch hier eingebaut und lege das Ganze hier mal so zur Seite, dass ihr es sehen könnt. So, und wenn ich jetzt mal den Trabo aufdrehe, seht ihr, dass die LED leuchtet. Da muss ich eigentlich hier noch ein bisschen Umbauarbeiten leisten. Vielleicht die LED ein bisschen isolieren und kann die theoretisch hier in die Fassung dann einbauen. Das sollte funktionieren. Mit ein bisschen Bastelgeschick geht das. Wenn ich das auf der anderen Seite auch mache, habe ich zumindest schon mal die Glühbirnen weiß durch weiße LEDs ersetzt. Wenn ich jetzt noch Wechsellicht haben will, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wechsellicht ist ja eigentlich auch recht simpel. Das heißt, ich habe auf dieser Seite eine weiße LED. Ich muss die ja immer die Leitung wieder abmachen oder auch zwei weiße LEDs. Wenn ihr die Scheinwerfer ersetzen wollt hier im Gehäuse, könnt ihr das natürlich auch machen, so wie ich euch das in den anderen Videos gezeigt habe mit Bicolor LEDs. Heute will ich ja einfach nur experimentieren, deswegen werde ich die Lok nicht vollständig umbauen. Nehme mir eine rote LED dazu. Und muss hier etwas umbauen. Das heißt, die negative Leitung kommt hier dran. Zur besseren Kennzeichnung nehme ich da mal ein gelbes Kabel, eine gelbe Litze.
lege die LEDs mal daneben. So. Dann mache ich wieder Strom an die Lok. So. Die Lok hier etwas anheben. Und wenn ich jetzt Strom gebe, seht ihr halt, hier ist weiß, da ist rot. Aber wenn ich jetzt umschalte, leuchtet die Lok ja in die falsche Richtung. Das ist natürlich blöd. Also wollen wir mal sehen, wie wir das Licht umschaltbar hinbekommen. Und da liegt das Geheimnis, glaube ich, hier in den Spulenkontakten. Denn in der einen Richtung fließt hier Strom und wenn die Lok in die andere Richtung fährt, fließt da Strom. Es müsste also theoretisch gehen, wenn wir die LED an den einen Punkt anlöten, dass sie dann leuchtet, wenn da Strom fließt und an den anderen Punkt ebenso, wenn da Strom fließt. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich löte also mal die Masse hier vom Gehäuse ab. Und wenn ich hier richtig aufgepasst habe bei der Lok, muss ich die Masse eigentlich hier nur anlöten. Pinzette. Sollte funktionieren. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Strom dran. Das funktioniert. Umschalten. Andere Richtung leuchtet dann auch. Das ist ja komisch. Vielleicht muss das dazwischen gesetzt werden. Also bauen wir das mal komplett um. Wir löten das mal einmal ganz ab. Könnte mir nämlich vorstellen, dass die Spule da Spannung induziert und das könnte kontraproduktiv sein, dass da halt für uns immer Wechselstrom fließt, den wir gar nicht haben wollen. Wenn ich das mal direkt hier an den Relaiskontakt anlöte. Kommt nicht genug Saft am Motor an. Ne? Die leuchten trotzdem. Das habe ich mir anders vorgestellt. Dann versuche ich hier mal eine Messung zu machen. Mal 3, 0,5 Volt. Da sind 15 Volt. Und wie viel Spannung fällt hier so ab? Kann ich das sehen? 4 Volt. Das heißt, ich müsste das gegen Masse legen.
Aber dann fährt er gar. Ja, gut, der Motor fährt nicht. Das Relais zieht an. Muss ich wahrscheinlich erstmal die Motor, die Zuführung wieder anlöten, damit hier überhaupt was funktioniert. Aber gegen Masse kommt gar nichts. Das war jetzt falsch um dran. Wenn ich die auf den Schleifer lege, dann leuchten die zumindest. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich dachte, ich könnte darüber irgendwie was steuern, aber irgendwie nicht. So, 2,8 Volt. Liegt auf beiden ungefähr dieselbe Spannung an, ne? Wahrscheinlich egal in welcher Richtung. Da bin ich ja jetzt erstaunt. Naja. Wenn ich da jetzt Dioden zwischenschalte, dann würde es wahrscheinlich funktionieren, aber dann bauen wir die Lok ja auf Gleichstrom um und das wollen wir ja eigentlich nun gar nicht. Tja, Leute, das war ein kurzes Video, ein schnelles Experiment für heute. Was haben wir gelernt? Ja, es funktioniert ein bisschen anders, als ich mir das gedacht habe. Ich dachte, ich könnte hier umschalten, dass ich durch das Relais tatsächlich nur auf einer Leitung hier entsprechend Strom habe. Aber da macht wohl die Induktion innerhalb dieser Feldspule mir einen Strich durch die Rechnung. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Was ist das Fazit? Das Fazit ist einfach, ihr könnt entsprechend natürlich LED hier und da einbauen mit einem entsprechenden Schutzwiderstand von 1,2 Kiloohm. Die leuchtet auch sehr gleichmäßig. Ich würde euch da jetzt sogar eine 5 mm Diode empfehlen. Das sind diese Brüder hier. Die sitzen da relativ gut in der Fassung drin. Und die könnt ihr dann, wenn ihr hier euch ein bisschen Mühe gebt, könnt ihr die tatsächlich hier gut in die Fassung einbauen. Die Zunge hier hinten zur Stromversorgung, die müsst ihr halt ein bisschen anders umbiegen, aber dann könnt ihr die Anode durchführen und die Kathode hier ans Blech löten. Und dann habt ihr eine ziemlich gute LED-Beleuchtung, einfach und simpel in diese Lok eingebaut. Also ist kein großer Umbau und spart auch echt viel Strom im Betrieb, falls euch das interessiert. Also auf jeden Fall ist die LED, wie ihr gesehen habt, relativ gleich hell und hat nicht diese vom Glimm bis volle Leistung. Ja, ob das möglich ist, also ich weiß, dass Märklin Loks mit Lichtumschaltung hat. Da muss ich nochmal reingucken, wie die das gelöst haben. Die haben das irgendwie mit dem am Fahrtrichtungsumschalter gekoppelt. Aber
Vielleicht geht das nicht mit jedem Fahrtrichtungsumschalter. Da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt. Muss ich noch mal ein bisschen schauen. Und ein kurzer Nachtrag. Ich habe den 3076 rausgeholt, mein Akkutriebwagen. Einer meiner Lieblingszüge. Ist noch nicht digitalisiert. Der hat aber Fahrtlichtumschaltung, je nachdem, in welche Richtung er fährt. Und da wollte ich mal kurz reingucken, wie Märklin denn das so gemacht hat, dass entweder weiß oder rot leuchtet. Also, schrauben wir den mal auf. So. Gucken wir uns mal hier die Details an. Also, wir haben hier Rotlicht, wir haben hier Hell-Weißlicht. Und das geht hier so von hinten in die Beleuchtungskörper rein. Also es leuchtet alles da in den Wagen rein und wird dann so entsprechend umgelenkt. Wenn wir uns da mal den Fahrtrichtungsumschalter ansehen, ist hier so ein Klavier drin und je nach Fahrtrichtung, das ist so ein Walzenumschalter. Versuche ich ihn mal genauer zu zeigen. Also da läuft so eine Walze. Und dadurch wird auch hier so eine ganze Tasterklaviatur bedient, die entsprechend auch hier über die Litzen das Licht schaltet. Also damit würde mit so einem Umschalter würde ich es hinbekommen, dass auch eine Fahrtlichtumschaltung stattfindet. Wüsste ich jetzt aber nicht, ob man die einfach so kaufen kann. Nur so als Tipp. Also damit würde man das einfach hinkriegen, indem man halt die LEDs entsprechend über Vorwiderstände absichert und die Glühbirnen durch weiß und rote LEDs tauscht. Hier ist auch noch die Fahrzeuginnenbeleuchtung mit dran. Ja, ist einer meiner Lieblingszüge, wie gesagt. Ist ein sehr schönes Modell, aber der wird auf alle Fälle digitalisiert. Ja, heute mal ein bisschen ungewöhnlicheres Video halt mit Experimenten und was man so machen kann, ob man irgendwie tatsächlich Glühlampen komplett ersetzen kann, anscheinend nicht. Also zumindest nicht bei jedem Fahrtrichtungsumschalter, bei diesem Umschaltrelais, bei diesem Akku kann man es machen. Den schraube ich gerade wieder zu und tue ihn wieder in seine Schachtel. Aber andere Loks verweigern halt die Lichtumschaltung nach Fahrtrichtung, abhängig vom Umschaltrelais. Tut mir leid, ich hatte auch was anderes erwartet. Ich hatte auch in diesem Modellbahnbuch, Modellbahnelektronik für analoge Loks, was anderes erwartet, dass es ein bisschen anders funktionieren würde hier mit den Umschaltkontakten. Aber was nicht ist, kann ich nicht ändern. Jedenfalls habt ihr gesehen, wie man provisorisch eine LED anschließt an die Lok und ich glaube, einbauen könnt ihr die selber. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen runter. Ist auch okay. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nicht verpasst, wenn das nächste Video online geht. In diesem Sinne, bis bald!